Nehmet den Reichen und gebet den Armen. Meine Kohle für sich, du Armleuchter. Aber du hast doch die Entscheidung für ihn getroffen. O Arglistiker. Stimmt, genau. Voll der Weisheit und Wissen um die Liebe. Sie sah etwas in seinen Augen. Was siehst du in meinen Augen? Güte und Liebe? Ja. Seine rauen und unüberlegten Worte haben wohl ihre Erwartungen und Vorstellungen getrübt. Nein, o Unkobelter, ein Mäzen, ein Gönner und Förderer, ein Schöngeist, wenn man so will. Will ich nicht. Wie er sich vergewissert hat, dass die Liebe unbeschadet den Raum verlässt. Bei dir hat auch was den Raum verlassen. Und alles nur für deinen chinesischen Wunder-Ming-Mini-Nachtopf. Fiepsköder. Brichst beim Anblick einer Tüte Milch in Tränen aus. Tu ich nicht. Ja! 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 Geil! Geil! Diese Trottel! Ich hab's doch gewusst! Schiebt eure fetten Ärsche das nächste Mal wieder auf meinen Kanal. Das heißt Chanel. Junge, wie er aussteigt, fühlt sich wie James Bond, der Knallkopf. Ist noch nicht mal selber gefahren, dieses Weichei. Aber er sieht doch so gut aus. Und wer liebt, da teilt sich die Last des Fahrens gern. A very powerful Chinese clan called the Choi are here tonight to reacquire a porcelain ball that has been in the possession of the family for over 1000 Jahre. Geschichte. So we're here to help them get it back. We're here to stop them getting it back. I presume you're not buying it. What do you think? Great. You know, I gave up stealing. Ja, was denn dann? Gestohlen? Nein. To study. Then tonight's your lucky night. How do you work that out? Because the only thing studying was. Genau. Ach, halt doch die Backen, Alter. Sieh doch, sie möchte Gutes tun. Nehmet den Reichen und gebet den Armen. Die Kohle für sich, du Armleuchter. Ja, gucke an, wie er einknickt, dieses Weichei. Aber du hast doch die Entscheidung für ihn getroffen. O Arglistiker. Stimmt, genau. Das mache ich so lange, bis er drauf geht. Da steht auch schon das andere Gesocks. Es sind all die holden Jünglinge da. So sehet, der eine stehet im Fahrstuhl und erkötzet sich an den Liebenden. Die gibt den Tischtennisschläger? Oh nein, oh mein Unwissender. Eine Auktion stehet uns bevor und damit wird ein Gebot angezeigt. Wenn ich bald noch drauf geht, stopfe ich dir die Dinger ins Maul. Da kommen sie angeschissen. 940. Do I hear 940? 940, thank you, sir. Looking for 950. 950 to my left. Was klotzt sie alle so? Wohl die weiße Maasai. Voll der Weisheit und Wissen um die Liebe. Sie sah etwas in seinen Augen. Was siehst du in meinen Augen? Güte und Liebe? Tief in dir? 950.000 für diesen Müll! Feuerholz ist das, mehr nicht. Ein Stück Geschichte ist das, was da unser Auge erquicket. Wurde dein Auge schon mal von meiner Faust erquicket? Wenigstens hat er noch etwas Grütze in seiner Schüssel. Was klotzt die alle jetzt schon wieder? Seine rauen und unüberlegten Worte haben wohl ihre Erwartungen und Vorstellungen getrübt. Das Einzige, was sich getrübt hat, ist ihre ekelhaft große Unterbuchse. Wieso dies? Weil sie inkontinent ist! Du bist so widerlich! What we have here is an absolutely exquisite example. Ein exquisiter Nachttopf für Gartenzwerge ist das. Mitnichten, o Unkundiger, ein Meisterwerk aus feinstem Porzellan. Würde ich dir gerne an deine Weiche rüberschmeißen. Sebastian! So sanfte Hände, so sanft. Wer sich feiern lässt, der stocksteife Hosenscheißer. Sein warmes Antlitz erwärmt mein Herz, bescheiden und doch voller Hingabe, ein wahrer Mäzen. Was? Eine Metze? Nein, o Unkobelter, ein Mäzen, ein Gönner und Förderer, ein Schöngeist, wenn man so will. Will ich nicht. And so, we should begin the selling. Thank you, Katie, thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at 2 million pounds. 2 million.
Habt ihr handgreiflich. 2 Millionen! Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, madam. Four, I'm bid. What the fuck are you doing? Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? Five, you get 20% on the sale price, don't we? Phone. Five, I have. Do I hear six? Six, I'm looking for. Six to my right. Thank you, sir. How powerful did you say these toys are? Do I now hear seven? Seven, I have to the lady. Thank May you, stop madam. Bidding. Seven. Do I hear eight? Eight I'm looking for. Eight with you, sir, it's your bid. Looking for nine. Matt, stop her. Do I hear nine? Nine in the room? Nine I'm looking for. Ah, geil! Die Graue ist während der Auktion abgekratzt und schon steif. Oh Gott, nein! Oh, du Barmherziger, du bist ein Tier! Ein Tier! Oh, scheiße! Das alte Gerät zuckt noch! Schnell, schlag noch einer drauf! Gott sei gedankt! Sorgen trieben mich schon um! You are so getting lumbered with this. 10-5 I have. Thank you. Now do I hear 11? 11 I have with the lady. Again, thank you, madam. 11, it's your bid, madam. Yeah. Gut feeling. 11, okay, so because you know price is a logarithmic curve, derivative 11, approaching five. Zero. So the chances of getting away with another bid at 11, madam. What is 11.5%? Trust me. 11.5 I have. Ha, jetzt trieft die doch schon wieder. Sieh sie dir an. Die kocht doch ihr eigenes Süppchen. Vor allem während der Auktion. Kannst du eigentlich nur Schund erzählen, oh Verblendeter? Sie ist erregt. Angesichts dieser magischen Situation wird sie übermannt von ihren Gefühlen und der Leidenschaft. Nichts anderes habe ich gesagt. Sie hat gerade Gefühle. So schweig still, endlich. Du, na was? Du Kretin. Lass es raus. Na, jetzt hast du es mir aber ordentlich gegeben. Verschweig. 12.5 I have, to my right. Thank you, sir. 12.5. So do I hear 13? It's against you now, man. 12.5. Are we all out? At 12.5, fair warning. I'm selling. 12.5 once. 12.5 twice. 12,5 Millionen für den Scheiß und Frau Zahn freut sich wie blöder. Dafür kann sie doch nichts. Sie hat innere Schönheit. Nicht mal das glaube ich. Schwarz ist keine Farbe! Was? Ich verstehe nicht. Jetzt habe ich den Trottel voll ins Haus der Bahn geworfen. Habt ihr eigentlich den stocksteifen alten Gockel gesehen, wie er sich vergewissert hat, dass die Liebe unbeschadet den Raum verlässt? Bei dir hat auch was den Raum verlassen. Allerdings nicht ohne ordentlich Schaden anzurichten. Da, sie, sie sind ein Paar. Ich schmelze dahin. Die du doch nur so. Das glaube ich nicht. Ihre Augen, so strahlend warm, von Liebe umspült. Out of all of the probabilities, how did I end up here? Follow me. Wait here. When Simon gives the word, move out to the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just say you got lost looking for the box. Simon, freeze the guard's image. He's not gonna believe that. I'll handle that. Alert the guard or let this play out. I might not get another chance. Hä? Oh, klar! Ein alter Fettsack! Frisst und säuft! Hat sein scheiß Brodemor gehabt oder was? Warum hat er den Fahrstuhl nicht gehört? Den hört man doch! Könnt sich doch nur sein wohlverdientes Pausenbrot. Pause!
Pausen? Da macht doch nichts anderes, dieser Speckkäfer. Pause. Oh nein, nicht schon wieder Gewalt. So löset doch eure Probleme mit Worten. Mit Worten. Ah, du wirst mir doch nicht schon wieder abklappen, du Weichmuschi. Komm, ja, hol ihn dir. Ja, wird das heute noch was? So ein Schwächling. Ja, geil. Wie war das? Ich werd bestimmt nicht zum Mörder. Und nun macht er alles kalt, was zwischen ihm und der dämlichen Reisschüssel steht. Junge, da gibt ja alles. Hat richtig Spaß daran. Ja, gib Vollgas. Nein, nein. So lass doch ab von ihm. Er ist doch die unschuldige Person. Sanft hat schon was ihm geheißen. Du Unmensch, du Vieh. Er war noch jung an Jahren. Und vielleicht wartet jemand gar vergebens auf ihn. Voll der Liebe. Und alles nur für deinen chinesischen Wunder-Ming-Mini-Nachttopf. Aus Porzellan. Geil. Got it, we're in. Thanks, mate. Take him with you. Simon, I'll come to the front to get you. I did not expect this to go that smoothly. I have to admit, I wouldn't have thought you'd live up to the task. Thanks, I guess. And as far as I can see, you're beginning to like playing this. Hat bestimmt schon ein anderes Spielchen im Kopf. Der Bursche. Bist du es nicht langsam leid, immer so gemein zu sein, o Verhasster? Nein, natürlich nicht. Du elende Weichflöte, Mollusk, Fiepsköder. Brichst beim Anblick einer Tüte Milch in Tränen aus. Tu ich nicht. Doch, tust du. Nein. Doch. Ich liebe Milch. Siehst du, er ist auch teuflisch und böse. Nichts mit Liebe. Doch nur, weil du es so willst und immer die falschen Knöpfe drückst. Ich drücke nie die falschen Knöpfe. Nie. Amateure. Was? Zwerg Edgar lebt noch. Ich dachte, die hätten diesen Trottel entsorgt, diesen Nichtskönner. Oh, es erfreut mich, ihn wohl aufzusehen. Er hat doch nur das große Maul. Dumm wie ein Hefekloß. Kann nicht mal durch ein Loch kriechen. Aber es war doch ein Unfall. Das war kein Unfall. Das war pure Dämlichkeit. Guck ihn dir doch an. Das ist die Dämlichkeit in Person. Nein. I want to see the bomb. Just wait. This thing stays in the bag until we get to Wu's place and he turns it into money. Too fucking right. You gotta take a left. Some Shoreditch High Street. Hong Kong City restaurant. Sounds classy. What are we gonna do about this comedian? Give him to me. I'll pop it. Whoa, hold on. Not here. Just keep him quiet until we get rid of this bowl. Jeffrey, you're not serious. There should be some gaffer tape in the back somewhere. He's a penner. Yeah! Yeah! Ja, geil! Geil! Diese Trottel! Ich hab's doch gewusst! Ha! Alles Vollidioten, Amateure! Nichtskönner! Was ist das jetzt? Nein. Was? Nein. Was? Der lebt noch!
Fahr doch mal zurück! Was? Mach den Start nochmal, aber dieses Mal richtig! Er lebt noch! Welche gute Nachricht? Könner. Trinkt in mein Ohr! Er lebt noch! Ach, du bist auch wieder mit dabei! Ja. Ich dachte schon, das waren deine letzten Zuckungen! Oh, so rette sie doch! Die holde Mann! Die Bude fliegt doch eh gleich Nein. in die Luft! Will ich jedenfalls hoffen! Das darf nicht passieren! Und diese Idioten gleich mit! So rette die holde Maid! Oh, tapferer Fuck. Jüngling! Ja, rette sie schnell! Kriegst deinen fetten Arsch nicht durch die Tür oder was? Das ist schon wieder zu viel für mich. Bau die halbe Bude auseinander. Na komm, zieh die raus. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jetzt lass, die anderen, lass die anderen. Drin. Lass die ja drin, die wollen dich kalt machen. Nein. Du Hirnamputierter. Es ist Nächstenliebe, die ihn antreibt. Und was treibt dich an? Das Gas in deiner Rübe oder was? Zum Glück hat er bloß die Tasche geklaut. Doch ein cleveres Birschchen, dann habe ich immer nichts gesagt. Er ist doch teuflisch und böse. So, das war's. Schiebt eure fitten Ärsche das nächste Mal wieder auf meinen Kanal. Das heißt Chanel. So, auf meinen Kanal! Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und lasst ein Abo da. Und Likes. Der geneigte Zuschauer möge doch bitte... Bitte ein Abonnement dalassen, auf das er nichts verpassen möge. Bis dahin in Liebe und voller Vorfreude auf euch. Ciao.